Alles ist kalt hier drin. Jetzt läut doch endlich am F&T an. Die dichten die Fenster in einem Tag ab. Ja, Schatz, ich mache es sofort. F&T Fensterabdichtung. Rissen Sie Ihre Fenster nicht raus. Wir sanieren sie. Ein weiteres Zeichen, dass Frühling ist, ist, dass vermehrt Tischmessen stattfinden. Jetzt sind wir aktuell an der Tischmesse 2011. Hier in der Premium Lounge in der St. Jakobs Arena. Bei mir ist der Jean. Jean, wer organisiert denn das? Die Organisation der Tischmesse hat der Efficiency Club Basel. Das ist ein Wirtschaftsnetzwerk. Wir haben vor 4 Jahren überlegt, ob wir etwas für unsere Firmenmitglieder machen können. Und aus dem heraus ist die Tischmesse entstanden. Wir machen die 4. Das 3. Mal hier in der Premium Lounge. Jetzt für die Leute, die das sehen, was bedeutet denn das, ein Tischmesse? Das ist ja nicht etwas, wo man jetzt einfach als Kunde geht, sondern da findet eine Vernetzung statt. Das ist richtig. Tischmesse, da wird ja alles gefragt, ja, verkauft ihr hier Tisch? Nein, das ist ein B2B-Networking-Anlass. Neudeutsches Wort, Networking, Netzwerk. Es geht vor allem darum, dass die Teilnehmer hier und auch Besucher, die jetzt ab den 1. hier sein können, dass die miteinander eigentlich ganz unverbindliche Gespräche führen, keine Verkaufsgespräche. Man darf auch nichts verkaufen hier. Natürlich darf man Geschäfte anbahnen, aber primär geht es darum, das Netzwerk erweitern. Ein Stand, den wir angetroffen haben, schweizerische Kaderorganisation. Lukas Eggimann, was machen denn jetzt ihr hier genau? Wo findet ihr Synergien hier miteinander? Wir sind hier zum Netzwerk bilden untereinander in der Region. Wir sind eine Organisation, die Netzwerk für Kader anbietet. Und zwar nicht wie Xing, nur auf der Plattform, sondern wirklich physisch. Und wir sind hier, weil wir hier viele Kontakte knüpfen zu anderen Kaderleuten, um die von uns zu überzeugen. Wir sind ein Verein, also wir sind nicht irgendeine Verhandelsfirma oder etwas, sondern bei uns ist wirklich der Mitglied oder das Mitglied im Vordergrund zum Netzwerk bilden. Ja, aber kann jetzt einfach jemand zu euch kommen, der sagt, so, ich muss einen neuen Job haben, ich will jetzt Kader werden? Nein, bei uns ist man Kader oder will Kader werden. Wir sind nicht ein Verein, der Berufs- oder Berufsmittel macht, sondern wir sind wirklich ein Verein von Interessengemeinschaft, von Kaderleuten, um dort Austausch zu pflegen untereinander. Franz Amann, du bist nicht zum ersten Mal hier. Wie waren denn deine Erfahrungen in den letzten Tischmessen und was ist dieses Jahr speziell? Also speziell ist natürlich, dass wir dieses Jahr wirklich schöne Testmodelle hier haben, wo die Leute das gerade live können ausprobieren können. Weil das ist das Wichtigste, solange man es nicht nur anschaut, weiss man nicht, wie toll dass sich das anfühlt. Aber generell finde ich die Tischmesse sehr interessant, weil die Leute sind offen, sind begeistert von neuen Sachen. Und das ist spannend, mit solchen Leuten so einen schönen Tag zu verbringen. Jetzt haben wir aber vorher vom Präsidenten schon gehört, es geht ja nicht um den Verkauf. Also, wie gehst jetzt du mit dem hier um? Du schaffst Synergien in andere Geschäfte rein, wo ja dann aber schlussendlich gleich auch wieder um deine Schuhe geht, oder? Genau, also es geht jetzt den Leuten etwas zeigen, was sie schon lange gehört haben, und wollen mal ausprobieren. Und beim MBT ist es halt ein bisschen wie mit dem Wein. Solange man die Flaschen nur anschaut, weiss man nie, wie gut das schmeckt. Und darum muss man ihn degustieren und dann kann man entscheiden, ob das allenfalls denn etwas ist. Und das gibt die Kontakt natürlich auch in die Firmen hinein. Und was immer wichtiger wird, dort ist jetzt, es ist eine B2B-Messe, betriebliche Gesundheitsförderung. Also da hätten alle Arbeitgeber eine einfache Möglichkeit und eine coole Möglichkeit, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Ich weiss von meinen Kunden, wie viel Lebensqualität dass sie gewonnen haben, wenn sie eben gerade an so einer Messe weniger Rückenschmerzen haben, weniger Fußschmerzen haben, dann macht so etwas einfach noch viel mehr Spass. Ein weiterer Tisch, den wir rauspflücken, Start People. Alexandra, einfach eine Arbeitsvermittlung? Nein, wir sind mehr als eine Arbeitsvermittlung. Also wir sehen es für alle möglichen. Wir passen uns den Kundenbedürfnissen an. Sie sehen es auch dann vorne dran, die Hostess, das Personal von der Tischmesse wird von Star People gesponsert. Wir haben auch die Möglichkeit, Zeit und Arbeitskraft anzubieten, als Gutschein zum Weiterverschenken, aber auch für jeden Firmeninhaber, der kurzfristig Bedarf hat an Hilfspersonal, an Fachkräften, bitte melden Sie sich. Eben, das habe ich vorher gesehen. Also der Wettbewerb hat ja wirklich auch etwas Grundlegendes, was ihr anbietet. Und das finde ich eine super Sache. Gehen wir da nochmal drauf ein. Also jemand, der jetzt Hilfe braucht, um den Rasenmäher, kann jetzt für ein paar Stunden einfach jemanden buchen. Richtig. Also das ist neu im Programm. Wir haben es noch nicht schweizweit im Angebot, aber in Basel, Baselland können wir das schon anbieten. Der
die Person, die zum Beispiel der Tante, der Schwester, dem Vater etwas gut tun will, schenkt, also meldet sich bei uns, kauft einen Gutschein für 4 Stunden mindestens. Der Gutschein kostet 30 Franken in der Stunde. Da drin inkludiert ist der Bruttolohn, Sozialversicherung, alles. Der wird an den Beschenkten weitergegeben. Die Leute nur noch auf unserer Telefonnummer an, 0800er Nummer, muss nicht ausgehen. Innerhalb von ein paar Momenten, 1-2 Tage, je nachdem, haben wir die entsprechende Person beim Beschenkten. Und der schenkt, kriegt nachher die Rechnung. Was macht denn der Efficiency Club unter einem Jahr durch? Ich meine, es braucht ja nicht ein ganzes Jahr, um die Messe zu planen. Nicht ganz ein Jahr, nein. Wir haben natürlich noch andere Gefäße, wie wir das nennen. Das ist einerseits einmal das Trendforum. Im Namen liegt schon das Programm. Da nehmen wir aktuelle Trends auf. Wir haben auch zusammengearbeitet mit dem GDI, Gottlieb Duttweiler Institut, wo im Frühling jeweils so eine Megatrend-Vorschau ist und im Herbst dann ein von diesen Trends, wo die GDI als wichtig erachtet, aufgenommen wird. Dazu haben wir auch noch andere Anlässe von dem, im Rahmen von dem Trendforum, wie zum Beispiel im Januar jeweils so einen Wirtschaftsausblick und ganz einfach Trendthemen, die wir hier aufgeben. Wie ist denn jetzt die Grössenordnung von dieser Tischmesse? Wie viele Aussteller sind da und sind da auch schon Pläne dran, das noch zu vergrössern? Wir haben dieses Jahr 125 Teilnehmer. Sind nicht ganz auf dem gleichen Stand wie letztes Jahr, dort waren es 4 mehr gewesen, aber das ist egal. Wichtig ist, dass die miteinander können gut netzwerken können. Vergrössern haben wir uns auch überlegt. Es ist einerseits durch die Lokalität ein bisschen eingeschränkt. Wir könnten vielleicht etwa 140 vertragen. Aber auf der anderen Seite ist auch der Charakter von so einer Tischmesse. Die lebt davon, dass man Zeit hat, überhaupt miteinander zu netzwerken. Und wenn zu viele im Raum sind, dann ist das gar nicht mehr richtig möglich.